Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal um Weihnachten. Nein, es geht um Ausrüstung. Und zwar in den letzten 10 Jahren oder sagen wir mal 15 Jahren habe ich mir bestimmte Ausrüstungsteile gekauft und ich will euch heute die besten Ausrüstungsteile oder besten Sachen zeigen, die ich die letzten 10 Jahre so angeschafft habe und die mir am besten geholfen haben oder mir am besten gefallen. Und natürlich mache ich das gestaffelt, das heißt, ich fange mit den preiswerten Sachen an und höre mit den teuren Sachen auf. Und das geht hier heute von 19 Euro, fängt das an, bis, naja, könnt ihr euch schon denken, ne? Ich habe auch einen Link, wo man das herbekommt und das habe ich immer dahinter geschrieben in der Liste. Ich werde das in die Videobeschreibung, ich weiß nicht, ob das da reinpasst, aber ich werde es mal versuchen. Ich werde die da alle reinkloppen. Dann sind die ganzen Links da drin. Das sind einfach Links irgendwo hin, wo man es kaufen kann. Teilweise sind es Affiliate-Links, da kriege ich ein paar Cent ab dann, aber vielleicht die Hälfte oder so. Oder noch nicht mal. Also dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr das herbekommen könnt und könnt euch das nochmal ein bisschen genauer angucken auch. Und ich sage euch aber, was das normalerweise kostet oder was ich bezahlt habe. Das habe ich hiermit aufgeschrieben, so ungefähr. Und ihr könnt dann gucken, was denn, ob das heute billiger ist oder teurer ist. Und manche Sachen gibt es auch nicht mehr, die stelle ich euch trotzdem vor. Okay, viel Spaß beim Zugucken. So, ich muss mal eine Brille aufsetzen. Das ist hier so klein geschrieben, das kann ich sonst nicht lesen. Ich fange mal bei den kleinsten Sachen an. Das ist geordnet nach Preis hier bei mir. Und das kleinste kostet 19 Euro. Und das ist der Patronenhalter. Mal gucken, ob ich ihn hier abkriege. Den kriege ich nicht ab. Da muss ich euch gleich zum Anfang mal ein kleines Gewehr zeigen. Und hier ist der Patronenhalter dran und der ist ohne fusselt. Naja, muss ich nachher mal abbrennen. Und das ist ein Teil, was auch richtig gut ist, was ich natürlich im Schießsport brauche. Und die Sachen, die heute so kommen, sind natürlich nicht alle aus dem Schießsport, sondern Outdoor, ach, alles Mögliche. Und nur ein Teil ist natürlich aus dem Schießsport, vielleicht 30-40%. Ja, das ist der Patronenhalter Ulf Hettner und den habe ich von Braunels hier an der Stelle. Und den habe ich schon 4 Jahre mittlerweile und deswegen fusselt der jetzt auch und geht irgendwann kaputt natürlich, logischerweise, er ist ja auch Stoff. Das nächste ist der von Max Pedition ein Haken und den, die benutze ich ganz viele, diese Dinger. Und den habe ich an der Hose dran, ne? Muss mal die Hose suchen. Da, die Hose. Und ihr seht, na, ich habe hier eine Hose, da hängt was dran. Und ich habe hier eine zweite Hose, da hängt was dran. Das ist bei mir immer gleich bei den Hosen. Die Hose wollte ich euch eigentlich auch noch vorstellen. Die ist von Arc'teryx. Habe ich vergessen aufzuschreiben, muss ich ehrlich sagen. Okay, und hier ist jetzt hier so ein Haken dran. So ein Klettteil mit einem Karabiner. Ich habe mir davon viele selbst gebaut, aber ich muss ehrlich zugeben, dieser komische Haken von Max Pedition, das war der erste, den ich hatte, der funktioniert immer noch. Der ist sehr gut gebaut und da habe ich die Handschuhe immer dran und manchmal auch andere Ausrüstung, weil die Handschuhe, dazu komme ich gleich, die brauche ich ja öfter. Und dieser Haken ist super. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich nenne ihn einfach Max Pedition Hook und ich verlinke euch den ja. Und den habe ich auch schon, der ist 10 Jahre alt, glaube ich, 10 Jahre, der hier dran hängt, ne? Und der funktioniert immer noch. Meine teilweise selbstgebauten sind nicht so gut gewesen und halten nicht so lange. Ja, der kostet auch 19 Euro. Wahrscheinlich 19 Euro. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Zweites Teil. Drittes Teil. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht, den zu zeigen, aber ich benutze den so oft und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das ist ein Handlüfter. Jetzt werden viele sagen, und dann auch ein Pink. Ja, das ist eine einfache Geschichte. Diesen Handlüfter, den gab es irgendwo zu. Also, ich glaube, meine Frau hat irgendwas bestellt und da lag dieser Handlüfter mit drin. Und das ist so, der hat so 3 Stufen. Und das ist die höchste Stufe. Und der hatte auch so einen Fuß, der ist leider schon weg. Und man kann das Ding hier oben auch ein bisschen drehen, macht aber keinen Sinn. Und man kann es aufladen mit USB hier hinten. Ich mache mal wieder aus. So, das kann man aufladen mit USB. Und der hält schon ewig, muss ich sagen. Und jetzt fragt ihr natürlich, was mache ich damit? Tja, immer wenn meine Laufkühler einen Geist aufgegeben haben, ich habe das Ding dann mit
kühle ich den Lauf. Wenn ich Sachen einschieße und dann stelle ich es einfach daneben, irgendwo so an der Seite, ne? Den kann man ja, wenn er an ist, jetzt ist er an, kann ich ihn einfach so irgendwo anlehnen und dann bläst er auch von der Seite. Das ist das Teil, was ich noch nie gezeigt habe, was ich aber immer benutze. Auch beim Löten benutze ich das. Also wenn ich elektronische Sachen löte. Und zum Abkühlen der kleinen Stecker und so weiter und so weiter. Benutze ich immer. Also so oft, das, ich muss mir mal so einen ordentlichen kaufen, aber solange der hält, kaufe ich keinen anderen. Ich habe euch einen verlinkt, den man komplett umklappen kann, sodass man den hinstellen kann und als von außen den Lauf kühlen kann oder das System. Und ja, ich finde das super. Und das Ding kostet dann 20 Euro. 20 Euro ist nicht sehr viel Geld dafür und die Dinger scheinen ja auch zu halten. Das nächste habe ich euch eben schon gezeigt. Das nächste sind meine Handschuhe. Die, davon kaufe ich viele. Das sind die ganz normalen Mechanics und die habe ich auch in Schwarz und anderen Farben. Und die hängen ja immer draußen dran, weil gerade beim Sport, beim Schießen zum Beispiel, aber ich nehme die auch für andere Sportsachen her, habe ich immer ein paar Handschuhe draußen dran zu hängen. Wenn ich, ja, wenn ich da dann, also nicht nur friere, sondern auch die Hände schütze, dann ist das super. Und die Dinger sind einfach, die sind einfach gut, muss ich ehrlich sagen. Und die habe ich schon ewig, hier steht, seit 8 Jahren benutze ich die Dinger. Und die kosten so im Schnitt 30 Euro. 30 Euro, das geht, ne? Und kann ich nur empfehlen, eines meiner besten Anschaffungen. Was ist noch preiswert? Hier mit 35 Euro geht es weiter. Ja, ist ein bisschen geschummelt, muss ich ehrlich sagen. 35 Euro meine mehr oder weniger neuen RWS-Geschosse, die ich seit einem Jahr einsetze. Ich habe ja mal Berger-Geschosse eingesetzt, aber ganz ehrlich, ich bin sowas von zufrieden mit den Dingern. Das war doch schon auf hier. Ja, also, ne, das sind bei mir hier 6-5 Kriegmoor-Geschosse, 130 Grain. Und die sind einfach gut. Ne? Ich kann mit denen einfach super schießen. Das funktioniert. Und ich habe ja immer was gesucht, was von der Qualität sehr, sehr gut ist. Und hier steht drauf, High-End-Bullets. Ja? Kann man bestätigen, sind sie. Ich muss hier zwischendurch nochmal sagen, das ist keine Werbung für die Unternehmen. Ich kriege nichts gesponsert und ich kriege nichts geschenkt. Das heißt, das ist nur, weil ich es gut finde. Und deswegen verlinke ich euch den Kram auch. Ich glaube, bei Johansen kriegt ihr das. Da habe ich die auch schon gesehen in letzter Zeit. Die sind nicht immer vorrätig, aber das kennt ihr ja, das Problem seit einer Weile. Aber ich glaube, 308 sind da gerade und ein paar andere auch. Aber 6,5 kriegen wir, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe vorhin noch mal telefoniert. 308er sind da. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe super Ergebnisse damit. Ich habe eine super SD. Das kommt natürlich auf die Patrone an. Und ich bin froh, dass ich nicht mehr auf die Lieferungen aus Amerika angewiesen bin. Das ist das Schöne, das mag ich. 35 Euro so eine Schachtel, also kommt auf die Geschosse an. Meine kosten so viel ungefähr. Hatte ich schon gesagt, keine Werbung, ja. Was haben wir noch? Den Sandsack, den könnt ihr leider nicht kaufen, aber das ist so ein geniales Teil. Und ich habe darüber ja ein Video gemacht. Darüber habe ich noch nichts. Ja, genau. Ich habe darüber ja ein Video gemacht, wie man den selbst baut. Und man braucht ungefähr an Materialien. Ja, man muss ja ein bisschen größer kaufen. Vielleicht 30, 40 Euro in dem Dreh. Aber eine schöne Sache. Ich verlinke euch das Video natürlich auch. Und ja, eines meiner besten Sachen, die ich in dieser Form gebaut habe. Ich habe davor schon mal einen anderen gebaut. Den fand ich nicht mehr so toll. Und dieser hier ist einfach cool, er ist nicht wasserdicht. Das ist der Nachteil. Ich muss mir noch einen wasserdichten bauen. Das war der. Was in diesen Bereich reinfällt, 45 Euro, ist etwas, was ich schon ewig habe und was es hier nicht zu kaufen gibt. Ja, tut mir leid. Das ist meine Thermosflasche. Und die kommt auch noch von Thermos. Und die heißt Thermos E5 Thermax oder so ähnlich. Und die musste ich damals vor 10 Jahren, 12 Jahren, musste ich die schon in Amerika bestellen, weil es die Dinger bei uns einfach nicht gibt. Und das ist super. Man dreht die zu, dann ist die dicht. Und das sind immer noch die ersten Dichtungen. Und ich benutze sie gefühlt jeden Monat.
Und wenn man die ein bisschen aufdreht, dann haben die nachher so einen Anschlag hier bis hier. Ja, hier so ein kleiner Widerstand. Und dann drehe ich ein bisschen zu und dann kann ich draus trinken. Ne? Das ist hier wie so eine Trinkmulde. Und dann kann ich wieder zuschrauben und dann ist hier noch ein Tropfen drin, das war's. Das nehme ich beim Autofahren, ne, ganz oft. Also ich habe die auch ohne Griff für Tee und die kann man dann, die haben trotzdem immer so ein kleines Ding, kann man dann anhängen überall. Edelstahl geht nie kaputt. Und die Dichtungen halten auch, ich weiß nicht warum. Jedenfalls halten die ewig, da sind zwei Silikondichtungen drin, die sind wie am ersten Tag, nach 10 Jahren, das ist nicht normal. Also, sehr, sehr cooles Teil. Habe ich einen Link? Nee, ich habe keinen Link. Müsste in den USA suchen. Thermos E5 Thermax heißen die Dinger. Und die gibt es auch in verschiedenen Größen. Das ist einfach Gold wert. Was kostet noch unter 50 Euro? Was kostet noch unter 50 Euro? Hier nichts, aber natürlich Bücher. Ich kann nur empfehlen, jetzt mache ich mal Werbung. Aber für mich selbst und für diesen Kanal. Meine Bücher, ja, Seilklettertechnik zum Beispiel. Das ist sehr, sehr oft gekauft über die Jahre. Mein allerneuestes Blackout und Co. Alles zur Krisenvorsorge. Meine beiden Long-Range-Bücher, die natürlich unterschiedlich sind. Also die überschneiden sich für vielleicht in 5%, aber mehr auch nicht. Na, das ist der erste Band, das ist der zweite Band. Das ist zum Einlesen in die Thematik und da steht auch eine Menge drin schon für den Sport, wie man das macht, was man braucht, ein bisschen zu wiederladen. Und hier steht drin, wie man das nachher trainiert, berechnet und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr detailliert hier mit sehr, sehr vielen Beispielen, die man in der Praxis braucht. Also zwei unterschiedliche Bände. Ich habe das leider nur in Softcover und das leider nur in Hardcover zurzeit, bevor dass ich überhaupt habe. Die Lieferzeiten sind von meiner Druckerei gigantisch lange und das ist nicht normal. Das ist auch ein Softcover und das auch. Und hier ist noch mein Datenbuch. Kann ich auch nur empfehlen. Alles unter 50 Euro logischerweise. Gehört also auch noch in die Rubrik hinein. So, jetzt wird's teurer. Jetzt geht es weiter mit 60 Euro. Und eines meiner Lieblingsdinge, die habe ich vor 2 Jahren Weihnachten bekommen. Oh, amerikanische Flagge hier. Ich glaube, es ist die Mondlandung. Und es gibt so eine schöne Story zu diesem Stift, die ich super finde. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, ehrlich gesagt. Dieser Stift hat ja diese Mine, die unter Druck ist. Das ist ein Space Pen und zwar ein ganz bestimmter, sage ich auch gleich. Und diese Mine, ich weiß nicht, hat wohl in der Entwicklung 1 Jahr gedauert oder länger und hat 1 Million verschlungen, 1 Million Dollar. Und um zum Mond zu fliegen, also ins Weltall mit dem Stift, damit er auch überall schreibt, über Kopf und so weiter, in der Schwerelosigkeit, bla bla bla. Und was machen die Russen? Die nehmen einfach einen Bleistift mit. Ja. Das ist einfach und ganz ehrlich, das ist auch gut. Trotzdem ist der Stift cool, weil ich habe den im Moment in der Tasche einfach so und der verhakt sich nicht, weil da ist nichts dran. Ne? Da gibt es so eine Klemme zu, wahrscheinlich, keine Ahnung, ist weg. Oder bei dem nicht, ich weiß es nicht. Und der ist so klein, den hole ich dann raus, den habe ich überall bei, wenn ich was aufschreiben muss und dann ziehe ich hier hinten dran, klack, und dann geht er auf und dann kann man den als normalen Stift, der auch hier so ein Gegenstück hat, hier dann schreiben. Also ganz ehrlich, und dann macht man den zusammen, dann ist er wieder super klein. Da habe ich sogar noch die original schreckliche Plastikverpackung. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also Space Pen, Space Fisher, Space Pen Telescoping oder so, wie das heißt. Verlinke ich euch wieder. Ist sehr, 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 sehr cool. Mein Lieblingsstift. Leider sind die Minen teuer, irgendwie 10 Euro, halten aber eine ganze Weile. So viel schreibt man ja heutzutage nicht mehr mit der Hand, dass man sich das vielleicht nicht leisten könnte. Ich glaube, der kostet 60 Euro. Was ist noch super? Meine Gürtel. Diese Gürtel mit den, wie heißen die denn, die Schnallen hier? Das ist so verkratzt mittlerweile, kann ich nicht mehr lesen. Cobra-Schnallen. Ne? Mit denen kann man sich auch abseilen, aber vorsichtig. Dazu mache ich nochmal ein Video, wie das geht, weil es geht nicht nur mit der Schnalle, so braucht man einen richtigen Gürtel dazu.
So, zack, zusammen. Und hier ist der Gürtel. Ne? Der Gürtel ist zum Beispiel sehr, sehr weit rumgezogen. Mit dem könnte ich mich eventuell auch abschnallen, abseilen. Ja, schöne Gürtel. So eine großen, dicken, die ich immer habe. Und die kann man irgendwo kaufen, aber ich mache mir die natürlich selbst. Ja, hier genauso. Der ist zum Beispiel so gebaut, dass man sich abseilen kann. Der hat auch hier nochmal extra so eine Abseilschnalle. Ja, vor dem Schwarzen sieht man das gut, ne? Und die wird hier dran festgelegt. Ja, ich würde sagen, coole Gürtel. Materialpreis liegt ungefähr bei 60 Euro, weil die Schnallen sind teuer. Ist auch schon total zerkratzt. Naja, weil ich schmeiße mich dann natürlich in Dreck damit. Das funktioniert immer, das hält immer. Also sehr, sehr cool und kann man selbst machen. Was ist noch gut und nicht so teuer? 75 Euro, 70 Euro. Mein MDT-Pistolengriff gerade. Jetzt muss ich schon wieder das Gewehr holen. Also, ich muss das mal so zeigen. Es ist sicher, ist ja eine Fleck drin. Und hier ist der Pistolengriff dran. Ne? Das ist schwer. So sieht man das vielleicht, ne? Bin ich im Bild? Ja. Ja, weißer Hintergrund, gut. Das ist der Pistolengriff gerade und der ist natürlich super. Ich hatte vorher immer diese schrägen Griffe und ich finde den deutlich besser und habe mir den angebaut von MDT. Habe ich von, ich glaube, gekauft, habe ich den ja zusammen, habe ich so bestellt. Könnt ihr auch bei Brownells kaufen, da habe ich das auch gesehen. Und da habe ich auch, glaube ich, einen fertigen Link. Mann. Das Ding zeige ich noch öfter. Also, der Pistolengriff da gerade von MBT, der ist super, schießt sich super, hat eine super Form. Kann ich empfehlen. Schade, dass ich da erst seit einem Jahr mit schieße. Was gibt es noch in der Reihe? Bis 100 Euro. Ah, meine neueste Errungenschaft. Und die finde ich richtig cool. Zum Desinfizieren. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, beziehungsweise sogar zwei. Ah. Zum Desinfizieren mein Steripen. Und zwar Steripen Adventure Opti heißt der, glaube ich. Ja, cooles Teil zum Desinfizieren von Trinkwasser. Das funktioniert auch in Hotels im Ausland, wenn man irgendwo hinfährt. Und da hat man ja immer Wasser. Das sieht zwar klar aus, das braucht nämlich klares Wasser. Aber es ist trotzdem verseucht mit Bakterien und so weiter und so weiter. Und das tötet das alles ab. Und das ist richtig cool. Und ja, finde ich super. Das ist eine Geschichte, die ich vorher nicht kannte. Und ja, schade. Aber jetzt habe ich es ja, kostet, sage ich ja auch noch, 80 Euro, ungefähr 80 Euro. Also je nachdem, ne, wie das gerade läuft. Und meine allerbeste Lieblingskopflampe. Ich habe ja mehrere Lampen im Angebot. Nee, nur noch eine kleine, weil die habe ich schon ewig. Und die auch schon ewig. Das ist mal eine coole Lampe, die habe ich noch nicht vorgestellt. Das ist die Sidewinder Compact 2. Man findet die auch gar nicht so einfach. Und natürlich lässt sie sich hier drehen und so, hat ein Kopfband, ein ganz einfaches, das finde ich gut. Und man kann sie mit Handschuhen bedienen. Ne? Könnt ihr sehen, ich muss mal auf meinen Monitor achten da unten, so reicht. Ja, hat auch rotes Licht, hat noch Infrarot, seht ihr nicht? Und hat auch noch blaues Licht, seht ihr, ne? Braucht man vielleicht nicht alles. Und ja, lässt sich super einfach bedienen, ne? Wenn ich an Dings, mache ich einfach nur an. Wenn ich heller bin, dann drücke ich länger drauf, fertig. Das Schöne aber an der Lampe ist, hier passen rein CR123, hier passen rein Mignon-Batterien und hier passen rein Mikrobatterien. Alle in das gleiche Batteriefach. Und das finde ich schon mal genial. Und damit funktioniert die Lampe auch immer noch. Und ja, und hat natürlich auch alles an Bord. Auch Infrarot finde ich auch gut. Und ist halt eine militärische Lampe. Und finde ich sehr, 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 sehr cool. Kostet 85 Euro. Ist jetzt auch nicht ganz preiswert, aber wasserdicht, alles da. Habe ich schon ewig, funktioniert super, ist meine EDC-Lampe. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das war schon bis 100 Euro. Genau, alles durch. Jetzt kommt der Bereich bis 300 Euro. Da ist eine ganze Menge drin. Und das Erste, was ich habe, ist der Dopecard-Halter von Ulf Hettner. Das Ding ist echt Gold wert. Der Dopecard-Halter ist das Teil hier, was sich hier bewegt. Könnt ihr das sehen? Die Waffe ist so lang.
Ich habe darüber auch schon ein Video gemacht, ne? Das, was sich hier bewegt, der Dopecard-Halter für die Dopecard. Da ist auch eine draufgeklemmt gerade, die ist ja mit Klett festgemacht. Und ich habe euch da ein Video gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Wozu das gut ist, und habe da auch mein Armband vorgestellt. Könnt ihr leider auch nur selbst bauen. Gibt es in Amerika irgendwo. Ja. Und hier sind die einzelnen Dopecards. Und die kann ich natürlich hier ans Armband genauso dran machen. Auch mehrere. Und auch ans Gewehr. Das heißt, der Dopecard-Halter ist fürs Gewehr. Und ja, das Zeug ist ehrlich gesagt super. Ich verlinke euch die Videos dazu und auch den Link, wo ihr den, ich glaube, gucken von wo der kommt. Den habe ich bei Johansen gesehen, aber auch bei Brownells. Ich habe euch einen Link gemacht, ja, genau. Jetzt sind wir aber schon, das Ding kostet 120 Euro, ist also nicht billig. Und auch wenn man das selbst baut, muss man auch mal hier diesen Brist, muss man auch noch mal irgendwie 20 Euro einplanen. Aber der Halter selber, 120 Euro ist es auf jeden Fall wert. Ja, auf jeden Fall, der ist gut gearbeitet. Das nächste Teil kostet 195 Euro und gibt es nicht mehr. Also rund 200 Euro. Das ist das. Mein Lieblingsmesser, das ist ein sogenanntes Böker Applegate. Applegate EDC. Das Ding sieht aus wie ein Dolch. Ein Dolch ist aber verboten. Und die eine Seite von dem Dolch ist ganz dick. 5 mm Klinge oder so. Und die andere Seite ist natürlich scharf. Sehr scharf. Was ja auch gut ist, ein stumpfes Messer ist gefährlich. Ja, und das Ding sieht aus wie, sieht man das hier, sieht man nicht so richtig, hier, so, sieht man vielleicht ein bisschen besser. Ja, das ist das Böker Applegate EDC. Falls es einer noch irgendwo hat und verkaufen will, ich kaufe das. Okay, gerne, nehme ich gerne. Ein Freund sucht noch eins und als Backup würde ich das auch nehmen. Sehr, sehr cooles Teil mit Mikata-Schalen, das ist ganz wichtig, die sind echt richtig, richtig gut. Also mein Fahrtenmesser quasi. Wenn ich auf die große Tour gehe, dann brauche ich ein dickeres Messer und das kann alles. Es kann auch Stullen schneiden, schmieren und auch mal Äste abkloppen. Funktioniert. Mein liebstes Tool. Ich glaube, ich habe das schon mal vorgestellt. Das ist ein Victorinox und in dieser Form gibt es das also nur von denen. Und das ist einmal ein Multitool, so ganz normal, davon gibt es ja viele. Ne? Multitool, wichtig ist, alles arretierbar. Ja, wenn das nicht arretierbar ist, schneidet man sich schön die Finger auf. Das ist schlecht. Also das ist arretierbar. Das Multitool habe ich auch schon mal vorgestellt in meinem EDC-Video. Und was das super coole daran ist, es gibt noch mehr. Es gibt hier kleine Pins, kennt ihr? Und eine Knarre. Und die Knarre ist natürlich der Hammer. Echt cool. Und hier kommen die Pins rein und ich kann das als Verlängerung nehmen, das kann ich als Schraubenzieher nehmen und so. Also das ist schon richtig gut. Es gibt auch die einfache Version, Achtung, die hat nur einen gebogenen Schlüssel. Die habe ich auch und dann habe ich hinterher diese Ratsche, die habe ich schon so oft benutzt. Was Besseres habe ich nicht gefunden. Hier ist auch noch ein kleiner Korkenzieher drin und ein ganz kleiner Schraubendreher, also so ein Mini-Teil. Und die Verlängerung fixiert das so ein bisschen und dann kommt dieses Teil hier rein. Also ich habe noch nichts Besseres gefunden. Ist, glaube ich, jetzt 10 Jahre bei mir. Oder so ungefähr Victorinox 12 Jahre. Seit 12 Jahren. Kostet 210 Euro. Gibt es immer noch. Habe ich euch verlinkt. Also das ist mit das Beste. Was kommt dann? 10 Euro mehr. 10 Euro mehr beispielhaft meine Triebelmatrizen. Ich benutze ja mittlerweile auch Wilson und Witten Gunworks und alles sowas. Aber hier ist zum Beispiel meine Lieblings-Setzmatrize ist die Triebel Benchrest. Hat die noch einen Namen? Na, keine Ahnung. Triebel Benchrest Setzmatrize. Ich glaube, so heißt die. Kostet 220 Euro, ist ein Haufen Geld. Aber habe ich schon ewig, von Anfang an habe ich die gekauft. Und die setzt exakt meine schönen Geschosse. Und deswegen, damit kann man gewinnen. Ich glaube, das nächste Teil kostet 230 Euro, habe ich euch schon vorgestellt. Ja, hier. Da gibt es ein extra Video drüber. Mein
Lieblingskocher. Ich habe ja 30 Kocher gehabt. Das ist ein bisschen viel, ich weiß. Und das ist hier mein Lieblingskocher. Da ist alles eingepackt. Ich blende euch das ein. Hier ist mein Sotan, japanischer Kocher mit Benzin und Gas. Und das Coole an diesem japanischen Kocher, das können extrem wenige Kocher, vielleicht 2, 3. Der startet mit Benzin, ohne dass es rußt. Es rußt definitiv nicht, wenn man weiß, wie es geht. Und ich zeige das auch in dem Video, wie es geht. Und es ist einfach perfekte Verarbeitung. Und ich habe den Vorgänger, ich habe den leider verloren beim Umzug. Keine Ahnung, geklaut, ich weiß es nicht. Will ich nicht behaupten. Aber weg. Und dann habe ich mir den wieder gekauft. Und vorher hieß der Gigapower, kommt aber auch aus Japan. Und das ist der Sota. Sieht auch genauso aus. Was ist noch? Was geht weiter? Auch mit 230 Euro. Kostet alles 230 Euro. Mein Lieblingsmessschieber. Das Ding ist, benutze ich eigentlich immer in der Werkstatt und beim Wiederladen. Was Besseres habe ich noch nicht gefunden. Mitotoyo, also auch aus Japan und ist kostet 230 Euro. Die Batterie hält ewig da drin. Das Ding ist einfach, also ist ja auch immer noch heil. Wie lange habe ich den hier? Den habe ich auch schon eine halbe Ewigkeit, 6 Jahre. Meine zweitbeste Anschaffung, leider nicht so zu kaufen, habe ich 2 Videos drüber gemacht, über den Bau. Und hier ist natürlich eine super, ich glaube von Mar, Messuhr, die super misst, das ist eine digitale. Und die ist super klasse. Aber muss man selber bauen und ist auch viel Arbeit, muss ich ehrlich zugeben. Und würde dann auch so, bis 300 Euro, so teuer ist das nicht, ne? Also Gebrauchteile dazu, dann funktioniert das schon. Habe ich jetzt hier nicht drin zu stehen, gibt es ja Videos drüber. Mein Lieblingsmesser seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Ich habe ja die Einhandfunktion weggemacht. Das Ding hat hier, ist also feststehend, ist ein Benchmade. Und zwar heißt das Benchmade 484 Nakamura. Nakamura. Ja, cooles Messer, schön klein. Benutze ich immer. Das ist mein EDC-Messer und ich hatte das mal verloren. Oder habe gedacht, ich habe es verloren und habe mir das gleich nochmal gekauft. Und ganz ehrlich, das kostet 230 Euro auch. Das ist so ärgerlich, wenn man sowas verliert. Ich habe es aber wieder gefunden und habe es auch noch mehr Sendung verkauft. Weil 2 davon und für den Preis muss ja nicht sein. Kommen wir mal zu Klamotten. Wir sind schon bei 230 Euro, jetzt kommen wir zu 240 Euro. Jetzt denkt ihr, was kommt da Großes? Ja, es ist nur ein Shirt. Jetzt denkt ihr, ein Shirt? Ja, hier. Hier in der Sonne halten. Guck mal, hier scheint die Sonne. Ne? Das ist natürlich nicht die Sonne, das ist meine Lampe hier. Das ist mein, das nennt sich, glaube ich, Combat Shirt. Das ist von Arc'teryx und das habe ich schon ewig. Und ich glaube, das heißt Saud AR oder so. Das ist richtig cool, weil das ist ja immer so warm, aber die Arme sind geschützt total. Das ist also richtig dickes, strapazierfähiges Zeug. Ja, das hält hier auch noch alles, diese ganzen Verschlüsse, das ist alles noch wie am ersten Tag. Und man kann es hier aber ewig und 3 Tage aufmachen, hier unter den Achseln. Seht ihr, hier ist ein Riesenloch, also richtig, richtig weit, sodass es schön luftig ist. Also das ist eins meiner besten Shirts, wenn ich auf Wettkämpfe gehe und da habe ich auch immer das Ding an, immer, immer, immer dieses Shirt. Das heißt, das hat schon so viel mitgemacht und wird danach natürlich immer einfach nur in die Waschmaschine geschmissen. Und das hält immer noch. Ne? Wie lange habe ich das jetzt? Das Shirt habe ich 6 Jahre. 6 Jahre schön immer hardcore benutzt. Ja, kann ich nichts Besseres sagen. Es ist einfach super. Und ich habe euch das verlinkt. Ich habe euch das, glaube ich, zu Tuckwork oder so verlinkt. Da habe ich es auch gekauft. Das ist so ein Shop, der könnt ihr ja sehen. Könnt ihr raufklicken, gucken, was es so alles noch so gibt. 240 Euro, ja, schon ganz schön. Übrigens, jetzt sind wir schon bei 280 Euro und jetzt zeige ich euch meinen neuen, seit einem Jahr, Lieblingsrucksack. Ich habe euch ja mal den Arc'teryx-Rucksack gezeigt. Den finde ich auch cool, aber da gibt es auch ein Video drüber. Und das ist mein neuer Lieblingsrucksack, weil er ist viel kleiner und lässt sich auch einfach zusammendrücken.
Das ist also wirklich nur so, ne, so ein Tagesrucksack, 20 Liter. Aber ich kann ihn an mein Tragegestell von Mystery Range, das ist Mystery Range, deswegen der Preis. Also 280 Euro für so ein lappiges Ding, werdet ihr sagen, der hat sie ja nicht alle. Habe ich auch gedacht, als ich den gekauft habe. Aber hier sind auch so eine, hier ist auch irgendwas drin, ne? Irgendwas kriegt man nicht kaputt. Also das ist schon komplett durchdacht. Man kann das alles einpacken. Hier sind Taschen, wo man das wegmachen kann. Es gibt natürlich hier diese lustige Verschlusssache. Na? Und da ist ja keine Tasche dran, nix, ne? Außer hier oben. Hier oben ist noch eine Tasche dran. Und das war's. Und den kann ich direkt mit den zusätzlichen Schnallen, die hier hinten dran sind, an mein Tragegestell klipsen. Das ist der Sinn. Ne? Also das ist alles vorbereitet. Ich klipse das bloß fest und dann habe ich einen 20-Liter-Rucksack hinten an meinem Gewehrtragerucksack. Eigentlich ist es ja so ein Sling-Tragegestell von Mystery Range. Und wenn ihr sagt, das ist teuer mit 280 Euro, dann müsst ihr euch den Preis von dem anderen Teil angucken. Das kostet nämlich 1000 Euro. Und ich habe alles ausprobiert. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Die ganzen Eberle-Stocks und die ganzen Tragegestelle. Ich habe alles gehabt. Und das ist das Beste. Und deswegen können die wahrscheinlich auch den Preis nehmen. Keine Ahnung. Die Verarbeitung ist gigantisch gut. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ja, das ist einfach nur cool. Ich werde das Teil nochmal vorstellen in einem extra Video. Das lohnt sich. Und jeder, der nicht weiß, wohin mit dem Geld oder der zu wenig hat, dann kann man nämlich nur noch etwas kaufen, was lange, lange hält. Und das wird lange, lange halten. Denn ja, das ist ein super cooles Teil. Nehme ich jetzt jeden Tag. Jeden Tag ist mein Lieblingsrucksack geworden. Wenn ich meine Bücher wegbringe, nehme ich übrigens immer den neuen Ortovox. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Okay, aber der kommt hier in der Liste nicht vor. Es wird teurer langsam, ne? Wir sind jetzt bei 290 Euro und ich habe etwas, was ich schon 10 Jahre habe. Und das ist mein Wasserfilter von Katadyn. Das ist hier das, ich habe ja zwei. Das ist hier das Backup-Modell, deswegen sieht das so schön neu aus. Und ja, das ist so ein Trinkwasserfilter für Hardcore-Reisen. Aber auch für einen Notfall logischerweise. Und das Ding ist einfach gigantisch gut von der Konstruktion und von der Qualität. Also ich habe noch nichts Besseres gesehen in dem Bereich. Und das kann ich nur empfehlen. Ne? Überhaupt von Katadyn, die ganzen Sachen sind alle immer sehr super. Obwohl, man muss aufpassen bei diesen kleinen Plastikdingern, die so leicht sind. Da ist natürlich ein Kompromiss gemacht worden. Ich habe das auch, habe ich auch schon vorgestellt. Aber das Ding kann ich richtig empfehlen. So. 290 Euro. Meine allerbesten Stiefel, die ich jemals gekauft habe. Ich habe jetzt zwei Paar davon, weil ich das andere nach 10 Jahren oder 12 Jahren zum Besohlen schicken musste. Ich habe darüber schon ein Video gemacht. Und das sind die Hanwag Tashi. Das ist einfach geniales Zeug. Benutze ich immer. Also echt geniale Stiefel. Und halten und halten und halten. Und sind auch bequem und einfach nur super. Und wenn man noch 5 Euro drauf liegt, dann kriegt man so eine Taschenlampe für 295 Euro. Und jetzt werdet ihr auch sagen, ja, mein Gott, wie lange habe ich die jetzt schon? 15 Jahre oder 12 Jahre, ich weiß es nicht. Ja, und hat auch bloß 2 Stufen. Ja, erste Stufe, zweite Stufe, bisschen heller. Und ja, irgendwie so LED. Heißt Surfire Backup. Also ist bloß so eine CR123 Batterie drin. Genau deshalb will ich die haben. Und ist quasi hier eine einfache Lampe. Habe ich immer mit, weil so klein, passt überall rein. Ist meine EDC-Lampe immer dabei. Und habe ich verloren? Habe ich gedacht. Ich verliere öfter mal Sachen, die ich wieder finde. Musste ich mir eine neue kaufen. Habe ich mich sehr, sehr geärgert, weil extremer Preis, finde ich, für eine Taschenlampe. Es gibt auch gute Taschenlampen von Phoenix und weiß ich, wie die alle heißen. Und ich mache hier keine Taschenlampenwerbung. Niemals. Und ja, aber trotzdem, das Ding ist gut. Habe ich im EDC-Video habe ich das vorgestellt. Das ist meine Lieblingstaschenlampe neben meiner Sidewinder hier. Ich mache gleich mal einen Sprung
auf 600 Euro. Ja, und dann kommen die anderen beiden Sachen, weil ich das Gewehr gerade in der Hand habe. Hier sind nämlich zwei Sachen dran, die in diese Preisregion fallen. Nämlich zwei Sachen für 600 Euro. Einmal mein Lieblings-Zweibein, das Skypod. Ich weiß nicht, ob ich dazu schon ein Video gemacht habe. Muss ich mal gucken. Das Skypod hier mit dem AK-Anschluss und das ist ein PRS. Und das ist einfach das beste Zweibein, was ich jemals in der Hand hatte. Es klappert sehr, aber das soll so sein. Und ich weiß nicht, habe ich das schon vorgestellt? Ich muss mal nachgucken. Jedenfalls kostet es 600 Euro. Das ist extrem viel Geld für ein Zweibein. Und ich würde, wenn ich das verliere, würde ich das sofort wieder kaufen. Aber ein zweites zu kaufen für ein anderes Gewehr mache ich auch nicht. Ich stecke die einfach um. Weil es ist einfach teuer. Aber es ist einfach gut. Das ist der Vorteil von diesem Ding. Und das ist einer meiner besten Käufe im Skisport gewesen bisher. Und, was ich natürlich super finde, zum Chassis komme ich nachher nochmal, ist der Klappschaft hier. Und der ist auch extrem gut. Der ist super gearbeitet. Vielleicht sieht man das. Ja? Den kann ich in zwei Stellungen aufklappen. Und der kostet auch 600 Euro. Ne? Also das ganze Hinterteil, dieses Klapphinterteil. Und das ist richtig gut. Das hält, das klappert nicht. Also das, was hier klappert, ist vorne das Zweibein. Ich stelle es mal wieder runter. Es ist so schwer, alles zusammen. Ich hätte mir ein leichteres Gewehr bauen sollen. Ja, was ist dann hier noch? Ich habe noch etwas anzuziehen. Wo haben wir das? Da. Habe ich schon vorgestellt von Carinthia. Habe ich auch gekauft. Also, das ist die MiG 4. Die MiG 4 habe ich immer an. Ich hatte nicht mal einen Anorak oder irgend sowas in der Art, eine Jacke. Ich habe die immer in der Stadt an und beim Sport. Immer. Ja, jetzt sieht die natürlich auch schon dementsprechend aus. Die wird dann dreckig und das und das fusselt hier mal ein bisschen, ist aber alles heil sonst. Hat auch noch kein Loch, nichts, es ist nichts ausgerissen. Ich habe die immer an. Ne? Und ich habe da ein Video zu gemacht, könnt ihr gucken. Das ist gut. Man kann die unterm Arm ein bisschen aufmachen. Das ist nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Hat schöne Taschen an der Seite. Da ist auch was drin. Zeige ich euch jetzt nicht. Und ja, hat eine Kapuze und alles, was man braucht. Ne? Das ist eine echt coole Jacke, schön warm. Ich habe mir jetzt extra für die Stadt oder für andere Aktivitäten noch eine zivile Jacke gekauft. Das ist eine neue Arc'teryx. Die ist auch sehr, sehr cool. Kann man auch nicht bezahlen, weiß ich, aber die ist noch bezahlbar, wobei die natürlich auch nicht jetzt preiswert ist. Sie kostet 450 Euro. 450 Euro und ja, ich finde, die ist gut. Die ist richtig gut. Würde ich wieder kaufen. Also gerechtfertigter Preis an der Stelle. Wie geht's weiter? 580 Euro. 580 Euro, das ist jetzt schon richtig viel und das ist eines meiner besten Ausrüstungsgegenstände, die ich jemals gekauft habe im Skisport. Tala! Und das ist mein Kestrel. Und zwar das Kestrel 5700 Elite. Das ist wichtig. Und es sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Ist ein bisschen beklebt. Stehen Formeln drauf. Ansonsten immer im Regen, Matsch, Modder, immer in der Tasche, irgendwo baumelt der Mist rum, hier darauf gefallen, immer noch heil, immer noch gut, funktioniert hervorragend, lässt sich bedienen mit Handschuhen, ist noch nichts kaputt gegangen, also ist ja ein Windmesser und ein ballistischer Rechner und Temperatur und so weiter. Vier Geräte fürs Wiederladen, die einfach spitze sind. Das ist zum einen meine Prezipress, die hat so ungefähr 1000 Euro gekostet. Die habe ich ja schon vorgestellt, kennt ihr also schon aus vielen, vielen Videos. Dann habe ich hier mein Glühgerät. Nee, es ist ein bisschen teurer. Das Glühgerät kostet ungefähr 1800 Euro zum Hülsenglühen. Und das habe ich auch schon vorgestellt in einem extra Video. Ich habe das jetzt nicht hier rüber geschleppt. Das passt ja nichts mehr hin hier. Das Glühgerät ist einfach genial. Was Besseres kann man beim Wiederladen nicht haben. Dieses Glühgerät. Und der zweite Game Changer wäre dann der Autotrigler. Das ist
auch einfach ein geniales Teil. Das Glühgerät kommt aus Neuseeland und der Autotrickler kommt aus Kanada. Und das sind beides super Geräte. Ne? Das Glühgerät kostet, glaube ich, 1.800. Und der Autotrickler kostet 1.900 in meiner Version. Ich habe ja die bessere Waage, die 300er dabei, die FZ300i. Und mit der FZ120 kostet er aber, glaube ich, immer noch 1.600. Also der Autotrickler plus diese Waage dazu. Alles andere macht keinen Sinn. Und der nächste Game Changer ist die AMP Press. Das ist ja nochmal so der Hammer schlechthin. Kostet, lass mich mal gucken, 1.600 Euro. Alles kaum verfügbar. Ich glaube, Wartezeit beim Autotrickler 8 bis 10 Monate. Also wie in der DDR früher. Obwohl, das Auto hat länger gedauert. Ne? Das hat schon mal 12, 16 Jahre. Naja, ich weiß nicht, die Ampress. Ich habe mit Johansen vorhin noch telefoniert, weil ich wissen wollte, ob sie Dinger gibt. Und er hat mir gesagt, er hat alles bestellt. Und irgendwas kommt. Irgendwas soll die nächsten 2 Wochen kommen. Ich weiß nicht, ob es die Ampress ist oder ob es das Glühgerät ist. Dann ist das auch schon. Das war bis 2.000 Euro. Das war alles. Ne? Das ist, habe ich noch was vergessen? Das Labradar habe ich vorhin vergessen. Das Labradar liegt hier rum. Verdammt. Das ist, habe ich schon ewig. Es kennt ihr, gibt schon Videos zu, ist in jedem Video zu sehen. Dann habe ich das war ein Zufall. Ich habe mir den hier gekauft, gebraucht, weil der kostet neu 10.000 Euro. Da dachte ich, warte, 10.000 Euro? Kann das Ding auch Kaffee kochen? Weiß ich nicht. Könnte sein. Für den Preis müsste das eigentlich sein. Das ist Vectronics. Vectronics und das ist Militärgerät. Und das ist halt so teuer. Das ist ein PLRF 15C. Also ein Laser-Entfernungsmesser. Und der misst auch Entfernung, wenn alles andere nicht mehr geht. Und das Ding ist einfach echt super. Und dann bin ich darauf gekommen, dass Vectronics ja auch neue Sachen baut, die man bezahlen kann. Und das ist der Terrapin. Der ist extra für den ja, mehr oder weniger zivilen Markt gebaut worden. Und ich habe zu beiden Sachen ja schon ein Video gemacht, zu den PLRF und zu dem Vectronics. Und der ist auch noch bezahlbar, also er kostet nicht 10.000 Euro, er ist aber auch nicht billig. Ne, er kostet, glaube ich, 2.200 Euro. Vielleicht kriegt man den mal irgendwo günstiger geschossen als Gebrauchgerät oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls kann der auch extrem gut messen. Eins meiner besten Anschaffungen war dieses Stativ. Ich habe ja schon alles durch an Stativen, aber das war das Beste. Das ist ein RRS und Kohlefaser ist sehr groß, sehr stabil und zwar deshalb so stabil, dass ich filme damit ja. Dazu gehört auch dieser Flex Shooter, heißt der Flex Shooter Kopf, der in 2 Ebenen verstellbar ist, also hier und oben und der auch zum Schießen super geeignet ist, weil ich, wenn ich den ausnivelliert habe, dann kippt das Gewehr nicht mehr zur Seite. Das ist gut für Teleobjektive oder wenn man ein Video filmt und das ist gut für beim Schießen, wenn man nicht verkanten will. Meine beste Anschaffung, um diese Filme zu drehen, überhaupt diese ganzen Videos, war die Sony Alpha S7 III oder 7S III, nee, S7 III. Ich glaube Alpha 7S 3. Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Steht vor mir. Also die ist mal so weit weg, dass ich das nicht sehen kann. Das ist die A7S 3. So heißt die. Genau. Kostet 4.200 Euro. Jedenfalls habe ich so viel dafür bezahlt. Und die ist Gold wert. Die hat schon alles durch. Die ist quasi noch nie kaputt gegangen. Und diese ganzen Videos mache ich mit diesem Teil. Und ich habe 2 schöne Objektive dazu. Ja, aber nur der Body kostet so viel und das ist die beste Kamera, die ich je besessen habe. Was habe ich noch? Mein letztes Teil ist die Custom. Das ist die beste Anschaffung im Bereich Schießsport in den letzten 10 Jahren. Noch nicht mal die teuerste, muss ich auch dazu sagen. Also, es ist das Zielfernrohr hier drauf von Zero Compromise. Ich habe davon mittlerweile mehrere, weil ich die einfach super gut finde. Ich habe darüber mehrere Videos gemacht und ich will dafür gar nicht so viel Worte verlieren. Kostet, ich glaube, Listenpreis 4.200 Euro oder so ungefähr. Ist in meinen Augen das Geld wert. Einfach gut. Na, hier oben steckt noch ein Aimpoint drauf. Will ich gar nicht sagen, ist auch gut. Das Teil habe ich aber nicht auf meiner Liste.
Und meine Custom, gebaut von Johansen, deswegen heißt die auch so, Custom PRS Johansen 6.5 Creedmoor. Einfach ein cooles Teil. Kann man super Sport mitmachen und habe ich schon zur Genüge vorgestellt. Gibt es verschiedene Videos. Ich blende die ein. Na, kann ich nur jedem empfehlen. Aber ist nicht mehr zu Weihnachten fertig. Garantiert nicht. Und könnte sein, dass es auch zum nächsten Weihnachten, also zum nächsten Weihnachtsfest nicht fertig wird. Davon gehe ich mal fast aus. Das heißt, man muss sich auf solche Sachen lange, lange vorbereiten und warten. Ich habe insgesamt 2 Jahre gewartet, bis alle Teile da waren. Natürlich sind einige Teile vorher da. Und bis ich alles zusammen hatte, quasi bis Johansen alles zusammen hatte und mir die dann zusammengebaut hat, also der Helge. Also alles, was ich euch heute gezeigt habe, habe ich mir alles gekauft. Und ich betone das hier nochmal am Ende. Keine Werbung, kein Sponsoring. Das sind alles Dinge, die ich euch vorstelle, die richtig cool sind. Und das sind meine besten Anschaffungen in den letzten 10 Jahren. Wahrscheinlich habe ich was vergessen, weil ich habe jetzt nicht eine Woche darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und das, was einem einfällt, ist eigentlich das, was wichtig ist. Das allerbeste Teil habe ich natürlich vergessen. Und das ist mein Bulli. Ja, mein alter Bulli, der T4. Hat 6 Jahre durchgehalten, jetzt war er so verrostet leider, dass ich ihn abgeben musste. Ich wollte ihn ja reparieren, aber ich habe die Zeit einfach nicht. Und jetzt habe ich einen neuen, 20 Jahre alten Bulli, wieder in Synchro, Sperre, Klima. Und baue den selber aus, dazu gibt es auch Videos. Aber da sind wir schon in der Kategorie größer, ich sage es lieber nicht. Ich will es einfach nicht sagen, dann wird mir hinterher noch schlecht. Okay. Das waren die Sachen, ich habe bestimmt ein paar vergessen. Einige meiner Lieblingssachen, wie zum Beispiel mein super cooles kleines Elekraft Kurzwellen, der Kurzwellentransceiver Elekraft KX2. Ich habe auch den KX3, aber das ist einfach ein super cooles kleines Teil. Damit kann ich weltweit, also nur mit diesem Teil, mit der eingebauten Batterie und einer kleinen Antenne, na, sagen wir mal ein bisschen Draht, was ich über den Baum schmeiße, kann ich weltweit kommunizieren. Das ist doch einfach krass, oder? Und das ist, kostet aber neu. Ich weiß nicht, ob es den neu noch gibt. KX2, ich glaube schon. Wenn man den mit Tuner kauft, auch 2.500 Euro. Also das kriegt man nicht geschenkt, sowas. Hightech. Cooles Teil. Muss ich einfach nochmal dazu erwähnen. Jetzt reicht's aber. Ich glaube, es ist ein sehr langes Video geworden. Aber ich wollte einfach mal ein paar Anregungen geben und euch zeigen, was ich so Schönes in den vielen, vielen Jahren gekauft habe. Das ist also nicht vom Himmel gefallen, sondern ich habe dafür hart gearbeitet. So, das war das Schlusswort. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Geht wenig arbeiten bis gar nicht, ist viel besser. Bleibt zu Hause bei der Familie, macht euch die Bude schön, geht irgendwo einen Tannenbaum absägen. Macht das ruhig, Tannenbaum gehört zu Weihnachten. Macht da auch Kerzen dran, also elektrische, macht da bloß keine normalen Kerzen dran. Ne? Ich kann das Brandrisiko gar nicht sehen. Macht da also schöne alte Lampen dran. Ich habe noch so eine DDR-Kerzen, ganz ehrlich, weil die sehen einfach cool aus. Und und feiert ein bisschen. Ne? Feiert schön und macht die Bude nicht so kalt, ne? Weil Weihnachten in kalter Bude wird nicht funktionieren. Also, das war es jetzt aber auch wirklich. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein paar Anregungen bekommen für die Weihnachtsgeschenke. Und ich würde mich natürlich selber einen Daumen hoch freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen, auf die Glocke drücken. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Video.